bei einem ganz großen Kino sind, ganz großes Kino und faszinierende Geschichten erzählen und am besten den Sprung über einen großen Teich schaffen zu denen, die das am besten können. Das war schon als kleines Kind der Traum von Torben Kuhlmann. Davon hat er als kleiner Junge schon immer geträumt. Heute hat er es geschafft. Allerdings braucht er für seine Kunst keine Kamera, sondern nur Pinsel und Aquarellfarben. Bianca Zawadiak stellt Ihnen den jungen Künstler vor. Manchmal erleben die Kleinsten die größten Abenteuer. Torben Kuhlmann hat ein zauberhaftes Kinderbuch gemacht. Es geht um eine kleine Maus, die sehr erfinderisch ist. Seine Geschichte spielt in Hamburg vor etwa 100 Jahren. Eine kleine Maus muss um ihr Leben fürchten. Denn die Mausefalle wurde erfunden. Wie viele ihrer Mäusefreunde träumt sie von einem besseren Leben in New York. Mit dem Schiff ist das aber viel zu gefährlich, denn am Hafen lauern die Katzen. In der dunklen Kanalisation hat die Maus plötzlich eine Idee. Wenn sie weg will, muss sie fliegen lernen. Es geht um den Wunsch, ein besseres Leben in einer neuen Welt zu starten. Aber bei mir ist das mehr so der Hintergrund der Geschichte und die Haupthandlung ist ja eben die Erfindung von Fluggeräten und eben dieser Pioniergeist dahinter. Die kleine Maus tüftelt und probiert historische Fluggeräte aus. Angefangen ganz klassisch bei einem relativ bekannten Bild, nämlich den Flügelkonstruktionen von Leonardo da Vinci. Und darauf basiert dann auch zu einem Großteil die erste Flugmaschine, die Maus baut. Torben Kuhlmanns Zeichnungen sind fast filmisch. Ich erinnere mich, dass ich früher, als ich klein war, dann auch hinter der Garage bei meinen Eltern aus Schrott irgendwelche Konstruktionen gebaut habe. Das waren teilweise dann auch Flugzeuge. Der Traum vom Fliegen begeistert auch andere. Das Buch war eigentlich nur die Abschlussarbeit von Torbens Studium. Verleger erkennen sein Talent und haben Interesse. Sogar die USA haben nun angeklopft. Seine Maus träumt von Amerika. Ihr Schöpfer wurde nun dorthin eingeladen. In ein paar Wochen fliegt er hin. Eine Parallele zum Buch, die Torben Kuhlmann nie für möglich gehalten hätte. Ich bin immer noch echt erstaunt, dass ich dann auch demnächst in einem New Yorker Buchladen mein Buch präsentieren kann. Und es hat noch irgendwie dieses Magische, dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten und vielleicht ja auch für mich. Die Amerikaner sagen, sie lieben die Geschichte, aber auch die lebendige Art zu malen fasziniert sie. Ich habe mich ganz stark an der Bildsprache des Kinos auch orientiert. Ich habe viele Illustrationen vorher fast als Filmszene gedacht, so mit Vordergrund, Lichtstimmung und als wenn man ein Standbild aus einem Film manchmal sehen würde. Und das ist so der Gedanke hinter vielen Illustrationen. Im Buch versucht es die Maus so lange, bis sie tatsächlich fliegen kann. Immer raffinierter werden ihre Ideen, immer besser ihre Flugversuche. Bis auch sie es schafft. Ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also wir sind ganz fasziniert. Das sind so schöne Bilder, ein so großes Talent. Das gönnt man ihm richtig, dass er es jetzt auch in den USA schafft. Unbedingt, unbedingt. Auch voller Poesie. Ja. Finde ich wunderschön. Absolut.